da ist dieser Idiot mit seinen Schiffen, da unten dampft er rum und ich bin hier oben in der Luft. Ich habe alle Freiheit der Welt und nur fliegen ist schöner, sagt man doch immer. Und er ist da auf seinen Dampfern unten im Nassen da hinten und ist auf die Meere angewiesen und die ganzen Gefahren. Ich habe den Himmel für mich, hier oben ist frei und friedlich und so weiter. Luftschiffe sind doch wohl wesentlich besser als diese blöden Schiffe da unten und ich habe auch den ganzen Seegang nicht. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, kümmern wir uns jetzt um das einzig wahre Transportmittel. Nicht Schiffe da unten auf dem Wasser, sondern ein bisschen fortschrittlicher, ein bisschen moderner das Ganze. Wir reden nämlich über Flugschiffe. Ich habe meine wunderschöne Fliegermütze aufgesetzt, habe mich warm angezogen und jetzt begeben wir uns in die Lüfte, in die pure Freiheit und gucken uns einmal an, was für Luftschiffe waren einfach im Laufe der ganzen Videospielgeschichte für mich die, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, ob wir uns darauf fortbewegt haben, ob wir uns darauf irgendwie aufgehalten haben. Es gibt verschiedene Arten, vielleicht haben wir sie auch nie betreten, sondern bekämpft. Lasst euch überraschen, vielleicht fallen euch ja schon 10 coole Luftschiffe ein aus Videospielen. Schreibt sie gerne jetzt schon mal in die Kommentare, vielleicht stimmt es ja überein. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video nach einem kleinen Intro. Oh, es gibt ja ganz, in World of Warcraft gibt es wirklich, wirklich viele coole Fortbewegungsmittel. Und es ist tatsächlich eher ein Luftschiff, das ich nie wirklich selber betreten oder genutzt habe. Man kann sich darauf ja aufhalten. Es gibt ja eine gewisse Quest in einem gewissen Add-on, da bewegst du dich auf diesem Luftschiff. Aber ansonsten ist es einfach diese Symbolik dahinter. Das Luftschiff von Varian Vryn, gerade in dieser einen genialen Cutscene, es ist für mich so ikonisch, es ist für mich so unfassbar Allianz. Nieder mit der Horde an dieser Stelle noch einmal zwischendurch. Und ich verbinde sehr, sehr viel tatsächlich, nicht nur mit der Figur, dem das Luftschiff gehört, mit unserem König, sondern so geile Cutscenes, so geile Momente aus der Story und eben aus diesen coolen Momenten, die man im World of Warcraft hatte, vor allem in den ganzen Add-ons. Deshalb musste ich eigentlich relativ schnell an dieses geniale Luftschiff denken. Allein diese eine Cutscene, wo es dann am Ende ja leider untergeht. Oh, zu traurig, ne? Aber einfach ein sehr, sehr ikonisches und allianziges Luftschiff. In Super Mario Odyssey bewegt man sich ja recht viel und nicht nur unbedingt auf der Erde, sondern tatsächlich auch mit der Luft, denn es gibt ja hier in Mario Odyssey keine wirkliche Ober-, keine wirkliche Hub-World, sondern du hast halt dein kleines Luftschiff, mit dem du halt hin und her reisen kannst. Und mehr tust du auf dem Ding auch gar nicht. Aber irgendwie ist es so super ikonisch für dieses Spiel geworden. Es hat halt das Segel, wo du dann immer so die Monde auffüllen musst. Und obwohl du dich gar nicht so wirklich viel in diesem Ding aufhältst, verbinde ich wirklich viel mit diesem Spiel und eben gerade mit diesem Luftschiff. Ich sehe dieses Ding, ich denke an Super Mario Odyssey und an die gute Zeit, die ich damit hatte. Ich weiß, auch wenn ich immer wieder über die inflationären Monde rede und meckere und so weiter, aber es ist halt wirklich der Inbegriff von Meckern auf hohem Niveau. Ich liebe Mario Odyssey trotzdem. Und im Moment jetzt gerade spielt der Luri übrigens drüben einen No-Death-Run. Ich habe ihn gerade geradet nach einem coolen Stream. Und ja, dieses Luftschiff verbinde ich schon sehr, sehr stark mit den coolen Momenten. Ich weiß halt auch noch, als ich mit diesem Luftschiff gelandet bin in der Dark Souls-Welt. Und das war für mich auch ein mega krasser Moment. Relativ am Anfang des Spiels tatsächlich. Du gehst mit Zack und Ricky eigentlich nur so ein kleines bisschen durch die Story durch und dann triffst du halt schon auf dieses coole Schiff bzw. Luftschiff. Ganz, ganz oft tatsächlich denkt man, es ist eigentlich nur ein Schiff. Aber wie man später im Spiel feststellen wird, ist es mehr als das. Denn es kann tatsächlich fliegen und es bringt dich immer wieder von A nach B. Zack und Ricky ist ein sehr, sehr unterschätztes Spiel.
Und gerade dieses Luftschiff wird halt auch sehr, sehr clever mit diesen ganzen kleinen Rätseln und den Einlagen, die man in der Story eben so sieht, halt cool eingebunden. Und ich glaube, ich fand dieses Luftschiff einfach nur deshalb so cool, weil ich unbedingt mal wieder Zack und Wiki erwähnen wollte und einfach mal unbedingt wieder dieses Spiel reinquetschen wollte, um den Leuten auch mal wieder zu sagen, hey, Zack und Wiki hat einfach super geile Momente, ist ein sehr unterschätztes Spiel und es hat ein Luftschiff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächste Luftschiff für ganz, ganz viele Menschen einen wesentlich höheren Platz einnehmen wird und wesentlich mehr emotionale Anker bietet. Die MS Prima Vista ist für ganz, ganz viele von euch wahrscheinlich eine Herzensangelegenheit. Denn Final Fantasy hat natürlich seine Liebhaber und gerade dieser Teil ist ein wirklich, wirklich wunderschönes Spiel. Aber ich habe es halt nicht als Kind gespielt, ich habe es nicht mit der Nostalgiebrille gespielt, sondern die MS Prima Vista hat mich eben in meinem Erwachsenenalter erst vor einigen Monaten ungefähr, ja, es waren tatsächlich Monate, vor ungefähr einem Jahr habe ich dieses Spiel gespielt und ich fand, das natürlich ist ein geiles Luftschiff. Es hat super geile Momente, gerade die Story-Elemente, die sich auf diesem Luftschiff abspielen, sind enorm. Das ist ja gerade in den Tales of Final Fantasy und den anderen großen Rollenspielen hast du halt eben oft auf Schiffen, auf den Fahrzeugen oder auf eben den Luftschiffen, genau wie bei der Schiffen-Top-Liste, hast du eben ganz oft da deine ruhigen Momente. Die Luftschiffe und die Schiffe, wie hier zum Beispiel, sind oft immer diese eine Sicherheit, dieser eine Ruheort, dieser eine Rückzugsort, in dem sich die Charaktere dann halt auch oft unterhalten. Und viele RPGs nutzen eben das Stilmittel, dass sie irgendwann eben diesen Rückzugsort aufbrechen und da ein bisschen Unordnung und Unruhe reinbringen. Und das ist ja natürlich auch passiert. Und deshalb super geiles Luftschiff, sehr coole Momente und würde wahrscheinlich höher landen, wenn ich tatsächlich Final Fantasy IX früher gespielt hätte. Die Epoch aus Chrono Trigger, wie auch immer man die aussprechen möchte. Ich sag einfach mal die Epoch. Ich merke gerade, wie bescheuert das klingt, wenn man dieses Wort tatsächlich ausspricht. Geschrieben sieht es cool aus. Tatsächlich bekommt man ja eigentlich relativ spät erst im Spielverlauf Kontakt zu diesem Luftschiff. Und es ist ein so unglaublich ikonisches Fahrzeug. Wenn nicht mal an dieses Gerät sieht, wenn man dieses Luftschiff sieht, dann denkt man an Chrono Trigger. Es gibt so unfassbar geniale Momente, die eben auf diesem Luftschiff stattfinden. Der Zeitwandel, diese ganze Zeitreise, die steht ja in Verbindung eben mit diesem Luftschiff. Es ist deine Art, durch die Zeit zu reisen. Und gerade diese schönen Unterhaltungen, die eben später in diesem Fahrzeug, in diesem Luftschiff stattfinden, es sind nicht so krass viele Momente, wie man zum Beispiel auf der MS Prima Vista oder so erlebt hat. Aber es steht einfach so unglaublich krass für Chrono Trigger. Es gibt diese eine legendäre Szene und für mich ist es einfach super ikonisch. Für mich strahlt dieses Luftschiff Super Nintendo aus, alten RPG-Flair strahlt das Ganze aus. Und da schwingt einfach, wie gesagt, mehr Nostalgie mit als bei irgendwelchen anderen Luftschiffen. Auch wenn man gar nicht so viel auf diesem Luftschiff macht oder das da irgendwie stattfindet, aber die Symbolik dahinter bringt für mich dieses Luftschiff einfach weit nach oben. Mamma mia! Genauso eben, wie ich das in den Final Fantasy Spielen erwähnt habe, ist es eben auch in den Tales of Spielen oft so, dass diese Luftschiffe Objekte sind, um zu reisen, aber auch eben diese gewissen Orte, auf denen Story stattfindet. Und so ist es eben auch mit der Tartarus aus Tales of the Abyss. Ein Spiel, das ich endlich mal wieder gewinnbringend und sinnvoll hier einbringen kann, weil ich dieses Spiel wirklich großartig finde. Weil es mal einen etwas anderen Protagonisten hat, weil das Spiel eine wunderschöne Story erzählt und mit Jade the Necromancer, für mich einen der coolsten Charaktere aus der ganzen Tales of Saga hat.
Und es gibt so viele tolle Momente, an die ich zurückdenke. Aber es ist halt gerade im späteren Spielverlauf, nach diesem einem Story-Twist, wo eben die Tartarus wesentlich wichtiger wird, als sie es davor noch irgendwie gewesen ist. Gerade wenn du eben durch dieses ganze Miasma reisen musst und dann dich eben auch mit der Tartarus wirklich frei bewegen kannst, dann kommt es eben auch. Dann ist sie auf einmal sehr, sehr wichtig. Dann ist es der wichtige Rückzugsort. Und dann spielen sich halt auch sehr, sehr viele Story-Elemente ab. Auf der Tartarus passieren sehr geniale Story-Twists, sehr ikonische Momente, sehr coole Szenen, an die du sofort zurückdenkst, wenn du an Tales of the Abyss und an die geilen Charaktere denkst. Und deshalb verbindet man sich sehr, sehr stark, auch sehr, sehr emotional mit der Tartarus aus Tales of the Abyss. Es ist halt manchmal tatsächlich so, dass eben diese großen Luftschiffe oder diese großen Schiffe oder Gefährte auch ein Schauplatz sein können. Und nicht nur, dass du halt in Mario Party manchmal Schiffe oder so bereist. Tatsächlich in Pocky und Rocky ist das Luftschiff eben die zweite Hälfte einer ganzen Stage. Wenn du nämlich diesen schwierigen Anfang hinter dir hast, der wahrscheinlich schwerste Teil des gesamten Spiels mit diesen ganzen Wirbelstürmen und den Fledermäusen und so weiter, absoluter Abfuck, dann begibst du dich nämlich auf das Luftschiff. Du siehst richtig den kleinen Aufgang und da wirst du dann von Piraten angegriffen und von allen möglichen anderen komischen Sachen und ganz am Ende dieser super schwere Vogelfight. Den Vogelfight habe ich eine ganze lange Zeit lang immer mit den Superangriffen gemacht, bis ich dann irgendwann mal diesen Fight endlich geübt habe, damit ich die Superangriffe für den unfairen Fledermausboss und die Bosse am Ende benutzen konnte. Gerade mit Rocky sind die halt wesentlich wichtiger, diese Angriffe, weil sie eben nicht so stark sind. Bei Pocky hauen die ja wesentlich mehr rein. Deshalb habe ich den Vogelboss mittlerweile drauf und generell mit dem Luftschiff komme ich gut klar. Das Problem ist der Teil vor dem Luftschiff. Aber es ist einfach so cool und ikonisch, wie du über dieses Luftschiff läufst und das quasi die ganze zweite Stage eben nur dieses eine Luftschiff ausmacht. Aber für mich absolute Kindheitsnostalgie, denn ich liebe Pocky und Rocky. Oh Mann, es ist so viel Liebe, die ich für Xenoblade Chronicles 2 empfinde. Rex und Pyra und jetzt sind sie ja tatsächlich auch in Smash. Ich freue mich wirklich, falls es damit irgendwann nochmal weitergeht. Und der gesamte Anfang von Xenoblade Chronicles 2 hat mich halt sofort in den Bann gezogen. Ich war sofort verliebt in dieses Spiel. Und es war mir egal, dass wir uns recht lange an der Agentum Handelsgilde aufgehalten haben. Ein riesiges Luftschiff. Dieses gesamte Luftschiff ist eben diese Agentum Handelsgilde. Und da recht viel. Du bekommst das Tauchen beigebracht, du bekommst deine ersten Quests, deine ersten Aufträge. Immer wieder kehrst du zu diesem Punkt ja zurück, bekommst dort coole Gespräche, lernst super interessante Personen kennen. Viele emotionale Momente stehen auch gerade storytechnisch in Zusammenhang mit dieser Agentum Handelsgilde. Es ist einfach dieser Anker wieder. Du hältst dich im Laufe des Spiels nicht so super viel auf, aber du kehrst immer wieder zu diesem Punkt zurück. Und es bleibt einfach immer dein Anfangsgebiet, sodass du dann auch gewisse Nostalgie im Laufe des Spiels irgendwie entwickelst. Und ja, Xenoblade Chronicles 2, eins der besten Rollenspiele, die ich hier gespielt habe. Ich liebe dieses Spiel und ich denke jetzt schon an die Musik und wie ich mich schon eigentlich relativ schnell, noch während der Agentum Handelsgilde, in dieses Spiel verliebt habe. Wie gesagt, manchmal sind das auch einfach Figuren bzw. Bösewichte, die eben diese Fahrzeuge benutzen. Und es kann einfach nur Bowsers Flugschiff sein, hier auf Platz 2. Es gibt kaum ein ikonischeres Luftschiff, wenn es nicht gar das ikonischste Luftschiff der gesamten Videospielgeschichte ist. Es ist nur die emotionale Verbindung, die ich zu einem anderen Luftschiff habe, bzw. sogar zwei anderen Luftschiffen, aufgrund eines gewissen Spiels. Aber das Bowser Luftschiff, es hält einfach nur zurück, dass du dich nicht wirklich viel darauf aufgehalten hast. Aber wenn ich da nur an Super Mario Bros. 3 alleine schon denke, diese genialen Momente. In der New Super Mario Bros. Reihe taucht immer wieder dieses coole Luftschiff auf. Es gibt aus Mario Party und Kart und sowas immer witzige Auftritte von diesem Luftschiff.
Es ist einfach Legende, es ist ikonisch und es gehört einfach zu Mario und zu Bowser und gerade zu den Koopalingen einfach wie Pech und Schwefel. Das gehört einfach irgendwie zusammen und ist, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr ikonischer, sehr, sehr nostalgischer und einfach sehr genialer Auftritt immer gewesen. Das Bowser-Luftschiff gehört einfach zu Bowser dazu. Es sind einfach manchmal diese besonderen Spiele, die einfach diese gewissen Emotionen in einem hervorrufen und da einfach dann manchmal dazu führen, dass man sich emotional an gewisse Objekte, Fahrzeuge und in diesem Fall Luftschiffe bindet und da nicht mehr loslassen kann. Es war in Skies of Acadia, dass ich mich einfach in diese Figuren verliebt habe. Skies of Acadia ist eines meiner liebsten Rollenspiele ever. Es ist pure Liebe und wenn ich halt an die Albatross zurückdenke, und halt auch an die Little Jack. Ich konnte mich halt immer nicht entscheiden. Die Little Jack hat halt gerade auch eben den Besitzer als so unglaublich emotionale, super geschriebene und so tolle Figur. Deine kleine Vaterfigur, die dich im Laufe des Abenteuers begleitet, obwohl sie erst gar nichts mit dir zu tun haben wollte. Und dann schließt du sie ins Herz, genauso wie die Little Jack. Und auch die ganzen, ich sag mal, tragischen Wandlungen, die dieses Luftschiff später umgeben. Aber deine Albatross ist halt dein Luftschiff von deinen Piraten halt ganz am Anfang. Und zu beiden Luftschiffen habe ich halt eine extreme emotionale Bindung. Skies of Acadia ist ein so unfassbar gut geschriebenes, gut gealtertes und immer noch sehr, sehr zu empfehlendes Rollenspiel, zu dem ich, wie gesagt, sehr, sehr starke Empfindung habe, weil es damals mit Tales of Symphonia zusammen, das waren meine beiden Rollenspiele in meiner Jugend, auf meinem GameCube, meiner ersten eigenen Konsole, in neuem Gewand. Ihr müsst halt bedenken, damals auf dem Super Nintendo gab es diese richtig geilen Rollenspiele in der 16-Bit-Optik. Auf der N64 gab es nichts. Ich hatte keine Playstation. Für mich waren Tales of Symphonia und Skies of Acadia die ersten Rollenspiele mit Sprachausgabe, in geiler neuer Optik, mit coolen Cutscenes. Und das waren einfach meine What-the-fuck-Momente und meine RPGs, zu denen ich damals meine ersten richtig coolen Emotionen aufgebaut habe. Und das ist für mich Skies of Acadia. Und deshalb Albatross und Little Jack, meine liebsten Flugschiffe aus Videospielen. So. Meine Lieben, ich lache mich weiter kaputt über die Idioten, die immer nach unten auf den Schiffen rumdampfern. Aber ich würde sagen, das war meine Top-Liste der liebsten Flugschiffe. Und ich werde jetzt in den Wind düsen. Und dann sehen wir uns demnächst vielleicht noch mit einer anderen Top-Liste. Aber das hat dann nichts mehr mit dir zu tun. Ich werde mich jetzt in den Wind begeben. Ich wünsche euch luftige, wunderschöne Tage noch. Und dann sehen wir uns demnächst. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann bis demnächst. Wusch.